Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich herzlich, dass ihr am Start seid. Und heute gibt es mal wieder in der aktuellen absoluten Chaos-Meta, wo jeder überall alles spielt, mehr oder weniger, einen kleinen Lichtschimmer am Ende des Tunnels. Das heißt, ich werde euch sagen, was sind denn aktuell die wirklich guten Picks auf jeder Lane, damit auch ihr in dieser komplett verdummten Finsternis noch Licht habt und wisst, was ihr zu picken habt, um etwas an Elo zu gewinnen. An alle Disclaimer ebenfalls sollte ich dazu sagen, ich werde mal einige Item-Builds einblenden. Das sind lediglich Vorschläge, damit ihr eine Orientierung habt. Das heißt, man kann hier und da auf jeden Fall noch andere Sachen austauschen. Und ebenfalls werde ich nicht zwingend die Champions nehmen, die die höchste Winrate haben, sondern die Champions, die wirklich effektiv in allen Szenarien einfach auf der Lane sehr, sehr gut performen. Denn ein Champ, der 20.000% Winrate hat, aber nur von einer Person auf der Welt gespielt wird, bringt halt niemandem was. Anfangen hierbei wollen wir wie immer mit der Toplane, in diesem Patch sogar unser Problemkind. Denn die Toplane, ich meine, es ist ja bekannt, dass sie nicht besonders gut im Carrying ist. Und wenn wir uns einfach mal so die Overall Winrates anschauen, dann haben wir von insgesamt 46 Champions gerade mal 11 Stück, die eine positive Winrate haben. Und hier sind sehr, 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 sehr viele OTP-Champions dabei, die quasi nur von ganz unglaublich wenigen Personen gespielt werden. Das heißt, Toplane natürlich deswegen auch eine Lane, die definitiv demnächst gebufft werden soll, durch zum Beispiel auch die neuen Items. Hier stechen vor allem zwei Champions hervor, die doch gerade sehr, sehr stark sind. Zum einen haben wir Camille. Camille ist ein doch recht solider Champion, auch sehr, sehr gut zum Teamfighten. Das heißt, sie hat wirklich alles im Kit. Sie kann sehr, sehr gut auf der Lane duellieren. Sie kann Split pushen. Sie hat auch das Potenzial, nachher im Teamfight dann zum Beispiel einen AD Carry, wenn dann einer vorhanden ist, oder ein wichtiges Ziel mit ihrer Ultimate rauszunehmen und zu isolieren. Scaled wunderschön ins Game, ist aber auch sehr gut im Early Game. Top Champion. Und der andere Champion ist im Prinzip fast ähnlich, und zwar Irelia. Irelia war schon immer sehr, sehr stark, zumindest die neue gereworkte Irelia wurde jetzt nach und nach etwas genervt und soll auch weiterhin noch genervt werden. Ihre Winrate, wenn wir uns das mal anschauen, ist insgesamt nicht geil, wenn man das so sagen möchte. Aber ich denke, das liegt hier definitiv daran, dass Irelia einfach ein Champ ist, der doch sehr schwer zu spielen ist. Beziehungsweise man kann unglaublich viel mit diesem Champion machen. Ich denke mal, ihr habt alle mal diese Irelias gesehen, die einfach überall durch die Gegend springen und alles auseinandernehmen. Und genau das muss euer Ziel sein. Das heißt, Irelia definitiv trotz dieser Winrate einer der besten Champions auf der Toplane. Und diese müsst ihr halt einfach lernen. Und wenn ihr diese einfach dann irgendwann gemeistert habt, dann macht ihr auch ordentlich Elo. Es sei denn, sie wird bis dahin totgenöpft. Weiter geht es dann auch direkt mit dem Jungle. Und der ist im Prinzip das Gegenteil von der Toplane. Denn es gibt natürlich aktuell sehr, sehr viele Leute, die sagen, oh, Jungle wurde genervt, Jungle total scheiße und XP ist total tief und sowas. Aber im Jungle kannst du nahezu wirklich alles mit Erfolg spielen. Fangen wir zunächst erstmal mit den wirklich guten Picks an, ne? Master Yi. Ich denke mal, über Master Yi brauchen wir nicht viel reden. Solange man den sogar im LCS oder LCK oder überhaupt Competitive-Bereich sieht, weiß man schon, Master Yi ist ein sehr, sehr guter Pick. Der rasiert aktuell durch den Jungle komplett durch. Und wenn du den im Early Game nicht schaffst, tief zu halten, selbst ab und zu, wenn du ihn schaffst, tief zu halten, dann rasiert er dich trotzdem im Late Game durch, weil Master Yi einfach ein richtig, richtig schönes Champion-Design hat. Ich persönlich hasse diesen Champion, ja. Aber ja, ne, gerade auch mit diesen Support-Kombos, die man aktuell sieht, dass man doch mal hier noch eine Lulu Midlane hat, etc., ist das definitiv nicht verkehrt. Außerdem haben wir noch Nocturne, auch ein Champion, den ich nicht unbedingt sehr gerne mag, weil der meistens in die Gegner reinfliegt und dann irgendwie jemanden zum Umfallen bringt, aber selbst explodiert. Aber dennoch muss man sagen, passt ja natürlich in die aktuelle Meta sehr, sehr gut rein, denn die aktuelle Meta sagt, beende das Spiel sehr, sehr schnell, und das ist, was Nocturne sehr gut kann. Denn wenn ihr, und ich denke mal, jeder von euch hat schon mal gegen einen fetten Nocturne gespielt, der fliegt auf euch zu und der trifft euch mit der Ultimate und genau in diesem Moment explodiert ihr. Ja, das ist so, als würde euch eine Rakete treffen. Das ist definitiv nicht schön. Und deswegen kann man auch Nocturne empfehlen. Und der letzte Pick ist einer, der irgendwie noch so ein bisschen hidden broken ist, glaube ich. Mir ist das persönlich erstmal nach und nach aufgefallen, bevor ich die Statistiken überhaupt gesehen habe. Ich wurde immer und immer wieder von Trundle gekillt. Trundle ist komplett gigabroken. Es gibt auch wirklich so Memes darüber, ja, hey, wenn du noch eben schnell Challenger werden willst, pick Trundle. Na, wenn ihr das werden wollt, dann pick Trundle. Trundle ist einfach komplett GG. Seine Ganks, jedes Mal, das ist mein Must-Ban. Ich meine, das spricht schon dafür, oder? Ich habe sonst immer Yasuo gebannt, aktuell sagt Yasuo, aber ich banne immer Trundle. Jedes einzelne Game, weil dieser Champ einfach, der pillert dich, der killt dich, der keult dich, der macht dich einfach weg.
Ansonsten, ich habe es ja gerade schon etwas angeteasert, haben wir noch Xin, Talia und Graves. Ebenfalls, ich würde sagen, etwas overrated mittlerweile. Definitiv immer noch sehr, sehr stark, sehr populär auch. Wurden aber alle drei ein bisschen genervt und deswegen nicht mehr ganz so krass, wie zum Beispiel Champions, die ich gerade genannt habe. Aber was wir ebenfalls haben ist Shaco, Warwick, Jax, Camille, Udyr, Wukong, Kane. Ihr seht, all diese Champions sind recht gut im Jungle. Da gibt es viel, viel Auswahl. Nicht ganz so viel Auswahl gibt es in der Mitte, dennoch freue ich mich, dass wir hier was haben, und zwar Talon. Ja, Talon ist schon seit einigen Patches sehr gut. Außerdem muss man sagen, hat ihm natürlich diese Solo-Snowball-Gold-Bounty-Änderung sehr, sehr gut getan. Das heißt, dass du einfach für so einen Kill 500, 600, 700 Gold gibst, natürlich auch gleichzeitig abgibst, was nicht so geil ist. Aber dadurch kannst du einfach Games, ne, wie gesagt, Meta ist sehr, sehr early, Midgame-lastig, und das ist genau, was Talon kann. Du roamst nach unten, du roamst nach oben, du roamst in die Mitte, du machst alles überall kaputt, und das ist einfach... Gerade auch gibt es sehr, sehr wenige Tanks im Game, ja, wenn natürlich ein Trundle da ist, GG, deswegen auch Bann hier, ne, aber du hast unglaublich wenige Tanks auf der Top-Lane, auf der Bot-Lane hast du meistens irgendwie sowas wie Brand, Zyra oder irgend so ein Müll rumstehen, alles super squishy, kannst du übel einsammeln, und noch dazu muss man sagen, ich finde, ich liebe Nimbus, ja, ich bin Nimbus-Lover, Nimbus-Lover 2018 werde ich mich nennen. Super geil, du fühlst dich wirklich wie so ein richtiger Ninja und kannst durch die Gegend springen, also das war echt komplett. Ansonsten haben wir noch Zed. Zed ist natürlich sehr, sehr ähnlich zu Talon, muss man sagen. Beide im Prinzip genau die gleichen Aufgaben. Zed ist nicht ganz so ultra-early-game-lastig. Das heißt, bei ihm machst du den ersten Kill meistens, wenn der Gegner nicht komplett kernretard ist. So um Level 5, 6 herum. Ne? Mit Talon geht er schon bei Level 2 los. Aber Zed, muss man auch ebenfalls sagen, ist etwas schwieriger zu spielen, aber dennoch sehr, sehr gut, und man hat hier viele, viele Outplay-Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr Bock auf Zed habt, ja, er wurde ja auch letztens ein paar Mal gewufft, dann definitiv jetzt. Der letzte Champion, ihr könnt mich dafür lynchen, wenn ihr nicht ganz meiner Meinung seid, dann ist es ein bisschen schwierig zu werten. Zoe. Zoe ist nämlich unglaublich gigabroken, aber nicht überall. Ab Diamant-Challenger-Bereich, gerade im Challenger, wird sie, glaube ich, permanent gebannt, auch im LCK oder LCE und LCADC. Da wird sie auch überall gebannt, Zoe, komplett gigabroken. Aber in Silber und Bronze und Gold ist sie wahrscheinlich super scheiße. Denn Zoe muss man super geil beherrschen können. Ich habe schon viele gegen viele Zoes gespielt, und wenn die Zoe unglaublich schlecht ist, dann ist sie halt super scheiße. Aber vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen die Motivation zu sagen, okay, hey, ich werde jetzt einfach, ich denke, selbst wenn du in Gold richtig viel Zoe spielst und wirklich mit Gehirn Zoe spielst, versuchst besser zu werden auf Zoe und nicht einfach deine Games runterspielst, ne, Zoe, 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 sondern Zoe Gehirn, Zoe Gehirn, Zoe besser werden, Zoe Gehirn, so ungefähr, dann kann man auch dort, glaube ich, richtig, richtig insane werden. Und deswegen so als kleiner Geheimtipp hier an dieser Stelle. Ne? Ansonsten haben wir noch Irelia. Die lasse ich, glaube ich, einfach mal außen vor. Und damit kommen wir zu den AD-Carries. 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 Ne, nervt mich momentan schon sehr. Ich muss sagen, es gibt dann viele, diese Ultra-Hater sind es. Es gibt keinen einzigen AD-Carry mehr, den du spielen kannst. Jetzt haben wir Heimerdinger Botlane. Heimerdinger Botlane hat eine Playrate von 0,Jordanistan%, gar nichts. Und diese ganzen Picks sind relativ selten tatsächlich. Und es gibt unglaublich gute AD-Carries. Ihr müsst einfach mal die Augen aufmachen. Es sind halt nicht dieselben, es sind halt andere. Zum einen haben wir nämlich hier Lush. Lucian ist natürlich, ja, war super lange richtig kacke, und durch diese neue Meta und die neuen Items, gerade Sensoria, ist Lucian jetzt super, super stark geworden, hat unglaublich viel Power, ist natürlich auch ein Early-Game-Mid-Game-Champion, das ist, sind alle AD-Carries, natürlich auch die AD-Carries, die kein Crit bauen, eben, na, also es ist das Ding, du kannst bei den AD-Carries, die ich jetzt nennen werde, im Early-Game deine Items bauen und später noch ein bisschen Crit, um dein Late-Game zu boosten, das geht. Ja, das ist das Gute an diesen Champions. Den zweiten Champion, den wir nämlich haben, ist Draven. Der ist sehr, sehr ähnlich zu Lucian. Beides unglaublich Early Game, sehr, sehr starke Champions. Mit denen kann man absolut rasieren und die Gegner vernichten. Natürlich hier muss man auch immer Gas geben. Wenn ihr kein Gas gebt, dann kann es passieren, dass ihr auch super useless sein werdet. Aber ne, das kann halt bei jedem Champion passieren, auch bei Talon. Und der letzte AD Carry, ne, kommt mir nicht mit. AD Carry sind schwach. Miss Fortune ist broke. Ne? Achtung, Miss Fortune ist broken. Sie ist super krank gerade zu der jetzigen Meta. Auch ihre Items, ne, sie braucht kein Crit. Kann, wenn sie Bock hat, irgendwann noch Crit bauen. Aber normalerweise packst du hier das komplette Armor, Penetration, Lethality, Items, Zeugs mit rein. Und dann hast du einfach ein sehr, sehr gutes Kit. Du kannst sehr aggressiv im Early Game spielen, den Gegner relativ früh töten. Die Ultimates sind natürlich auch super cool. Und deswegen, meine Freunde, es gibt natürlich noch andere AD-Carries. Die sind jetzt nicht so krass wie diese, die ich genannt habe. Aber es gibt immer noch Varus. Dann gibt es auch noch Kaiser. Dann gibt es auch noch, keine Ahnung, Ezreal. Es gibt noch ein paar. Ne? Also, jetzt mal nicht hier die Wand anmalen.
Ansonsten gibt's auf den Sack. Ja, damit sind wir schon bei den Supportern angelangt. Und die Supporter sind so, dass wir hier haben zunächst Nami. Nami, ja, ich meine, Nami war schon 100 Mal hier in den Patch Notes. Nami ist halt toll, sie ist ein Fisch, sie hat Wasser, sie kann Leute beschützen. Sie kann das Tolle, das muss man einfach sagen, Nami kann aggressiv spielen oder auch defensiv. Ja, das ist immer eine gute Möglichkeit. Das macht einen sehr, sehr guten Support aus. Disengagement ist auch immer nett, Engagement ist auch toll. Der nächste Champ ist im Prinzip sehr ähnlich. Morgana. Morgana, hey, kann aggressiv spielen, kann aber auch defensiv spielen. Auch hier hat man natürlich die Möglichkeit, das Black Shield ist einfach super geil. Damit kannst du deine eigenen Mates von dummen Sachen abhalten, wenn die irgendwie, keine Ahnung, ständig von einem Eispfeil, von einer Ash oder was weiß ich, eine Ash in aktuellen Meta, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, getroffen werden. Und natürlich auch das Binding, ne? Wenn ihr jemanden catcht bei Minute 40, den Gegner schon AD Carry, dann habt ihr das Game gewonnen. So einfach. Und der letzte Support für die, die nicht so richtig Bock haben auf Shielden und Heilen und so und hier und dies, ne? Die können sich Brand anpacken. Ja, das gilt auch an die E-Girls hier unter euch, ne? Das ist, man kann auch mal als E-Girl einen Brand spielen. Wenn ihr damit wirklich die Gegner rasiert, dann kann euch keiner hier irgendwie sagen, ihr werdet nur gecarried. Dann seid ihr nämlich die geile Maschine, die hier mit dem Brand durchrasiert. Denn Brand ist natürlich aktuell, ja, es gibt eigentlich zwei Versionen von Brand. Es gibt den 8-1 Brand und den 0-141 Brand. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn du natürlich gegen etwas wie Pyke spielst und permanent oder gegen eine Morgana und permanent oder eine Nami oder was weiß ich, gecc't, gebindet oder was auch immer wirst, dann kann es natürlich schnell sein, dass du super hart feedest. Deswegen muss man gucken, dass man Brand in die richtigen Matchups reinpickt oder ordentlich defensiv spielt. Der Vorteil bei Brand Support ist vor allem der, dass ihr meistens nicht gefokust werdet, weil ihr halt, hey, ihr seid Supporter und so habt ihr ganz am Ende des Games oft den meisten Damage von allen, sogar mehr als euer Midlaner oder auch AD Carry, falls ihr denn einen AD Carry habt. Um ehrlich zu sein, gerade tiltet mich LoL generell sehr, sehr wenig, deswegen habe ich auch aktuell keinen Tilt-Pick parat. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich suche mir unbedingt einen Tilt-Pick raus. Wenn ein Tilt-Pick da ist, dann gibt es den. Aktuell gibt es keinen, aber einen geilen Pick gibt es für euch, meine Freunde. Und zwar für die, die jetzt gesagt haben, Tobi, Top-Lane ist ja total scheiße. Ja, aber wie gesagt, hier zu einer dieser OTP-Champions, Quinn. Quinn ist gerade der Top-Lane-Champion mit der höchsten Winrate. Zwar eine relativ geringe Playrate, hält sich aber definitiv in Grenzen. Quinn passt natürlich perfekt in die Meta. Du kannst Early Game deine Gegner extrem schnell töten, vor allem wenn du mit Ignite spielst. Du kannst im Prinzip auch so diese Lethality-Items immer noch bauen, beziehungsweise auch so Geschichten wie Stormraiser und dann später noch Crit bauen. Das heißt, du hast eine gewisse Weise auch ins Late Game rein zu skalieren, wenn es soweit geht. Und du kannst natürlich permanent über die ganze Map roamen, was, wie ja schon erwähnt, in dieser aktuellen Meta sehr, sehr stark ist. Das heißt, ne, wenn ihr sagt, okay, ne, ich habe nochmal Bock, ich weiß nicht, was ich auf Top-Lane spielen will, wie wäre es denn dann mit Quinn? Vorteil auch hier, ihr werdet nie outbanned, beziehungsweise gebannt. Ne? Quinn ist immer open quasi. Und ihr könnt gegen nahezu jedes Matchup auf der Top-Lane spielen. Die Botlane-Bruiser möchte ich dieses Mal aus der ganzen Geschichte mal rauslassen, denn das ist alles noch sehr, sehr viel Chaos. Natürlich sagen immer alle, ja, Botlane-Bruiser sind voll gut, aber jedes Mal, ich habe schon ein paar Games gemacht, jedes Mal, wenn ich eine Botlane-Bruiser-Meta oder irgendwie sowas wie Zyra Brand habe oder Yasuo, die hinten immer komplett reingehen, alle 0-10, deswegen werde ich das Ganze mal jetzt etwas raushalten. Also ich würde es persönlich nicht empfehlen. Immer wenn die in meinem Team sind, gehen die komplett voll YOLO int. Ne, ich hatte letztens Weiger Botlane AD Carry 3-15. Ja, aber das war's dann mit dem Video. Ich wünsche euch was. Ich hau rein und ich hoffe auch, dass ihr reinhaut. Goodbye und Tschüssikowski. We'll be right back.